Eine solide Ausbildung ist die Basis für den Start in das Berufsleben. Doch der Blick in die Zukunft zeigt, die Arbeitswelt wird schneller, vielschichtiger und vor allem digital. Mit der Digitalisierung kommen viele neue Herausforderungen auf Arbeitssuchende zu. Die Salzburger Erwachsenenbildung setzt genau dort an, wo die Basisausbildung aufhört. Mit einem vielfältigen Weiterbildungsangebot und der persönlichen Beratung macht das Bildungsnetzwerk fit für den Job der Zukunft. Die Berufskarrieren der Menschen werden vielfältiger, aber auch der alltäglichen Anforderungen, Ängste und Wünsche. Ob Kinder, ein Pflegefall in der Familie oder doch die Weltreise? Der Wiedereinstieg in einen Beruf erfordert Flexibilität vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Vollzeit, Teilzeit oder die Arbeit zu Hause sind nur drei Möglichkeiten. Und die Bildungsberatung möchte die Menschen dabei unterstützen, dass die Arbeit sich an ihr Leben anpasst und nicht umgekehrt. Ja, dass man in jedem Abschnitt diese Arbeit hat, die zu einem passt. Um mit dem Tempo der Arbeitswelt Schritt zu halten, haben sich 6 Beratungseinrichtungen zum Netzwerk Bildungsberatung Salzburg zusammengeschlossen. Mit dabei sind die Biber Bildungsberatung, Frau und Arbeit, viele, die Arbeiterkammer Salzburg, die Bildungsinformationszentren des AMS und die Wirtschaftskammer Salzburg. Die Bildungsline vereint alle 6 Institutionen unter einer Nummer. Interessierte können erste Informationen zu den Themen Weiterbildung, Umschulung und Förderungen einholen. In Beratungen können sich Kunden bei Profis über ihre persönlichen Karrieremöglichkeiten informieren. Ziel ist es, die Kunden zu stärken und zu motivieren. Das schafft man, indem man wirklich die Interessen der ratsuchenden Person in den Mittelpunkt steht. Wir sind ja anbieterneutral, das heißt, man schaut sich die individuelle Situation an, welche Interessen bringt jemand mit, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen hat jemand schon erworben und dann schaut man noch, wie kann man das Ganze umsetzen. Neben dem Neu- und Wiedereinstieg in die Berufswelt steht so mancher Arbeitnehmer vor ganz anderen Herausforderungen. Natürlich ist ein großes Thema Menschen, die vielleicht auch schon länger im Berufsprozess sind, wo sich aber die Berufsfelder ändern, wo Berufe wegfallen, wo völlig neue Anforderungen kommen und wo auch diese Menschen dann überlegen, was soll ich tun, was soll ich lernen, damit ich entweder im Beruf bleiben kann und mich mit dem Beruf weiterentwickeln kann oder dass ich in eine andere Richtung gehen kann. So mancher noch vor wenigen Jahren erlernte Beruf ist bereits jetzt nicht mehr aktuell. Mit der Technik entwickeln sich auch die Berufe weiter. Es wird in Zukunft wahrscheinlich gar keinen Mechaniker mehr geben. Es wird einen Elektrotechniker geben. Das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das Netzwerk Bildungsberatung bietet Angebote in ganz Stadt und Land Salzburg. Mobile Berater sind in den Gemeinden unterwegs.